Heute sind wir zu Besuch beim RC Racing Club zu Arlesheim am Dorn-Weidenweg. Bei mir im Gespräch ist der Kenny Nidwarock, er ist Vereinspräsident. Und heute erzählt er mir von dieser tollen Sommeraktivität mitten in der Region. Hier. Hallo Kenny, schön, dass wir heute bei dir sind. Erzähl doch unseren Zuschauern gerade mal genau, was sind die RC-Fahrzeuge? Was kann man hier machen bei euch? Das sind im Endeffekt ferngesteuerte elektrische Fahrzeuge, die man hier oben vom Fahrerstand aus quasi kontrolliert und hier über die Rennstrecke fährt. Gibt es im Maßstab 1 zu 8 und 1 zu 10 fahren wir hier eigentlich alle. Mhm. Buggy oder Trucky, und haben eigentlich von Kindern bis Rentnern alles im Verein. Wie lange gibt es den Verein da schon und seit wann bist du dabei? Den Verein, der wurde im September 2014 gegründet, dann 2015 im Juli, glaube ich, haben wir das Gelände hier von der Gemeinde Arlesheim quasi kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, und dann wurde begonnen, die Strecke langsam aufzubauen. Und dieses Jahr haben wir eigentlich ja alles komplett umgekrempelt, neue Jumps, neuen Kunstrasen, alles neu gemacht. Und ich bin dabei seit 2018, seit März 2018. Ja. Und jetzt eben vor ein paar Monaten haben wir alles komplett umgebaut. Und was ist jetzt alles neu? Eigentlich alles. Das Einzige, was geblieben ist, ist die Brückenteile hier. Die Brücke oben drauf ist neu, der Belag ist alles neu. Alle Jumps, die du siehst, sind neu. Die Steilwandkurve ist geblieben. Ansonsten ist eigentlich auch die Streckenbegrenzer sind alles neu. Fahrerstand haben wir alles neu gemacht. Ist eigentlich nichts mehr so, wie es war hier. Erzähl mal jetzt von der Strecke. Wie lang ist sie? Und habt ihr nur elektrisch betriebene Fahrzeuge? Genau, also wir dürfen hier aus Lärmschutzgründen wegen den Anwohnern auch leider keine Nitro- und Verbrennerautos hier fahren, nur elektrische. Und die Strecke ist 231 Meter lang. Schnellste Rundenzeit bei den 1.10ern ist so 20 Sekunden oder 19 Sekunden eigentlich, war ein Gastfahrer mal hier. Bei den 1.18ern sind es so tiefe 20 Sekunden Rundenzeiten. Und ja. Wie hast du das Hobby entdeckt? Wie bist du zu deinem Hobby gekommen selber? Ich war lustigerweise auch mal hier in der Umgebung 2018, habe dann hier lustigerweise gefunden, dass es hier eine Strecke gibt, habe mich dann informiert, was da gibt, wie kann man Mitglied werden. Bin in den Laden vom damaligen Präsidenten gegangen, das war der Simon Baun, der hat auch den Verein hier gegründet, der hat ein Modellbaugeschäft in Arlesheim, habe den mal besucht in seinem Lädelchen und mit ihm ein bisschen geredet und danach Mitglied geworden, fand super, habe mir die ganze Ausrüstung gekauft und dann langsam angefangen. Hey, wie viele so Strecken gibt es da in der Schweiz oder in der Region? In der Schweiz so um die 7, 8 Stück, glaube ich. Also Kunstrasen, glaube ich, nur drei oder vier Stück. Die meisten sind dann so Dirtpisten mit Lehm und Dreck, wo man quasi komplett anderes Setup vom Auto fahren muss, auch andere Räder. Und ja, von den Kunstrasenstrecken gibt es relativ wenige. Ja. Wir haben ja da auch viele Events und so. Was bietet ihr da alles an? Clubrennen, habe ich gelesen. Genau, also wir haben 4, 5 Mal im Jahr ein Clubrennen. Das ist nicht nur für Clubmitglieder, sondern auch für Gäste, die gefahren kommen können mit ihren eigenen Fahrzeugen. Wir haben die Schweizer Meisterschaft für 1.8. Die hatten wir jetzt vor 3 Wochen gehabt. Dann im September, Anfang September nochmal für die 1.10er Gruppe. Dann haben wir diverse Events im Bereich für Kinder. Also wir haben Ferienpass-Events. Dann in der Jugendwoche Dornach bieten wir auch Workshops an für Kinder. Dann kommen Firmen hier und da mal her, machen kleine Firmenworkshops bei uns. Geht so 5 bis 10 Personen, bieten wir da auch an für Privatleute. Ja, das ist eigentlich so, was mit den Events bei uns abgeht. Eben, und bei den Firmen-Events oder Team-Events, da kann man auch selber die zusammenbauen, die Autos? Oder wie läuft das? Also bei Firmen-Events ist es so, wir gehen davon aus, die Leute haben absolut gar keine Ahnung, wie das Hobby aussieht. Das heißt, wir erklären denen erstmal alles, machen hier Trackwalk, erklären, wie das mit den Sprüngen funktioniert. Dann erklären wir denen ein bisschen die Autos, Einstellungen vom Autos. Die müssen dann selbstständig Differenziale und Dämpfer zusammenbauen, dass sie sehen, okay, da ist auch nicht nur Fahren dahinter, weil die meiste Zeit sitzt man eigentlich da und schraubt. Und Fahren ist dann eher so das Nebenprodukt. Und ja, in den Workshops machen wir dann auch noch so kleine Rennen. Das heißt, am Ende vom Tag, wenn dann die Leute alle so ein bisschen eine Ahnung haben, wie es funktioniert, wird die Rundenzeit gemessen von den einzelnen Teilnehmern. Jeder fährt 5 Minuten, es wird dann in der Rangliste zusammengenommen. Dann gibt es kleine Trophäenpreise. Wir haben so eine Siegerwand, die man hier ausziehen kann. Und dann gibt es kleine Fotos und eine Trophäe. Und für den ersten Platz dann noch ein Gutschein für eine Mietfahrzeugfahrt, 30 Minuten, die dann die Gäste bekommen. Wie viele Mitglieder haben wir momentan im Verein und haben wir noch Kapazität für neue Interessenten? Wir haben aktuell 63 Mitglieder, wovon 5 oder 4 Ehrenmitglieder sind. Das heißt, die Leute, die den Verein damals gegründet hatten, mit aufgebaut haben, die jetzt mittlerweile leider nicht mehr im Verein sind. Kapazitäten haben wir immer, sind immer interessiert an neuen, motivierten, lustigen Leuten, die auch gerne quasi auf der Kameradschaft was legen und zusammenarbeiten, sich gegenseitig helfen. Und ja, es sind auch Gäste jederzeit willkommen. Wir haben jetzt seit diesem Jahr unsere ganze Gästemanagement, sage ich mal, ein bisschen automatisiert, dass wir nicht jedes Mal herkommen müssen und die Leute aufs Vereinsgelände lassen müssen, sondern wir bekommen dann quasi den Code für das Zugangsschloss am Eingang.
Wir haben hier so ein Touch-Display, dann drücken Sie einfach drauf, dann geht automatisch der Kompressor, die Zeitmessung, Musik, alles Mögliche an und können sich dann an den Getränken bedienen, mit Twint Ihren Tageskarte bezahlen, Getränke bezahlen und können sich dann hier auf dem Gelände aufhalten. Aber auch für Leute, die jetzt noch nie gefahren sind, haben die auch Mietfahrzeuge, wo man das mal ausprobieren kann? Genau, das Problem bei dem Hobby ist, es ist relativ teuer, wenn man es quasi beginnen möchte und gar nichts hat. Das heißt, Interessenten, die eigentlich mal reinschnuppern möchten, haben eigentlich gar nicht die Möglichkeit, da irgendwie was zu machen. Und wir haben uns da vor 2 Jahren, glaube ich, entschlossen, Mietfahrzeuge anzuschaffen für 1.8 und 1.10. Das wären quasi die beiden Modelle, die wir hier auf der Strecke fahren, den Gästen auch anbieten können. Das heißt, man kann das Lipo-weise, also Lipo-weise ist sogenannter, das ist eine Batterie. Und da kann man quasi 15, 30, 45 Minuten, je nachdem, wie lange man fahren möchte, fahren. Super, vielen herzlichen Dank, Kenny. Ich durfte einen Einblick bekommen und ich hoffe, wir haben vielleicht auch ein bisschen Zuschauer lustig gemacht für diese Sommeraktivität. Danke vielmals. Kein Problem, vielen Dank. Würde mich freuen, wenn ein paar Gäste vorbeikommen würden zu fahren.